Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück hier zu Tyranny. Hier den Sinn Tyranny. Boah, ist das jetzt laut? Moment, ein bisschen leiser drehen. So. Wir sind nach wie vor in diesem Doppellager hier. Da sind ja nicht nur die scharlachroten Dings, sondern auch die Geschmähten. Jetzt komme ich gerade auf den Namen der Fraktion nicht. Scharlachroter Chor, genau, so war das. Wir befinden uns jetzt aber auf dem Weg in Richtung des geschmähten Lagers, des großen Lagers, wo beide Archone angeblich drin sind. Ich glaube, wir müssen hier unten lang. Das richtig sehe, das hatten wir schon durchsucht. So, jetzt, ja, gut, Tagesthemos hängt jetzt hier rum und, verhungert ganz langsam. Aber ganz ehrlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das hat er auch nicht anders verdient. Ich meine, er hatte seine Chance zur Kapitulation, jetzt hängt er da halt. Du, Tarkesdemos hängt auf seinem Pfahl und murmelt durch einen Mund voll geronnenem Blut. Töte mich, ich flehe dich an. Alter, ey. Wir können ihm jetzt tatsächlich den Rest geben. Wir müssen uns wirklich entscheiden, ob wir ihm den Rest geben wollen oder ob wir sagen, aber du gibst eine bessere Warnung für andere ab, wenn du noch ein bisschen zuckst. Ja, puh. Boah, schwere Frage, oder? Also ich meine, für ihn ist es sicherlich jetzt eine Erlösung, das ist ja klar. Wenn wir ihn töten, allerdings, ja. Ich bin aber auch auf dem Trip irgendwie drauf, wenn ich jemandem eine Chance gebe und er tritt ihn mit Füßen, weil er sich für den Geilsten hält, ja, dann hängt er da halt noch ein bisschen. Doch, wir nehmen das Erste, aber du gibst eine bessere Warnung für andere ab, wenn du noch ein bisschen zuckst. Ich meine, wir sind ja eh diplomatisch veranlagt und wir denken natürlich auch immer an das größere Bild des Ganzen, nämlich an diese Fraktionen und dass er eine Warnung für diese anderen Wachleute abgibt, dass sie sich besser nicht mit uns anlegen sollten, insbesondere nicht mit den Leuten von Kyros. So, der Eidbrecher, der nicht mehr antworten kann oder die Kraft dafür nicht mehr aufbieten will, dreht sich schmerzerfüllt ab. Ja, Gespräch beenden, Pech gehabt. So, wie gesagt, man hätte ihn jetzt umbringen können, aber ganz ehrlich, nö. Haben wir hier so irgendwas übersehen? Nein, aber wir haben hier einen Kartenwechsel. Wir sind hier oben bei der Ellering-Ruine gewesen und jetzt gehen wir ins Lager der Geschmähten. 3 Stunden Reisezeit, machen wir. Kein Problem. So. So, du kannst im Spiel das Spiel mit der Leertaste pausieren, um deinen Gruppenmitgliedern in Ruhe Befehle zu erteilen und deine Strategie zu überdenken. Übrigens, die Ladezeiten sind hier sehr, sehr lang. Also wundert euch nicht, wenn ich mal irgendwie einen Cut da reinmache oder so, weil die sind wirklich minutenlang schon fast. Und das finde ich echt ein bisschen extrem. Daher kann das jetzt passieren, dass ihr das eventuell hiernach nicht mehr hört oder ich das vorher schon schneide. Mal gucken, wie wir das genau machen. So. Man kann natürlich auch diese Ladepause mal nutzen, um ein bisschen zu quatschen über dieses und jenes, was das Spiel betrifft. Aber, ach guck mal, diesmal ging es sogar relativ schnell. Dann hat sich das auch erledigt. Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist meine... So. Meine Stoppuhr starten. So. Wir sind am Lager der Geschmähten. Nimm dir, was du tragen kannst, aber lass uns den Wagen stehen. Andernfalls schnappen wir uns dich und... Das ist ein übler Raub. Was ist hier los? Fragen wir mal den Händler, was hier los ist. Mach mal ein bisschen langsam. Ich weiß, dass wir beide es kaum erwarten können, den Archonten zuzusehen, wie sie sich wie zwei Elstern über Taktik streiten, aber ich muss dich zuerst um etwas bitten. Ach, sie spricht uns jetzt an, okay. Worum geht es? Nerats Stimmen sagte mir, dass du als Vermittler gekommen bist. Angesichts der Quelle, naja, ich werde das Gefühl nicht los, nur die halbe Wahrheit zu hören. Also raus mit der Sprache. Was ist so besonders an dir? So, Wissen 32, Voraussetzungen nicht erfüllt, können wir nicht machen. Ich
bin hier, um ein Edikt von Kyros zu überbringen. Ich habe dir nichts zu sagen. Warum so misstrauisch? Was hat dir Nerads Stimmen sonst noch gesagt? List 32, hat dich Nerads Stimmen gebeten, mich auszuspielen? Das ist allerdings wirklich interessant, die Option, weil diesen Verdacht haben wir schon mal gehabt und ich glaube, den sprechen wir jetzt auch mal aus. Oh, Loyalität hinzugewonnen. Du hast 15 List-Skill-EP gewonnen. Lyra findet keine Worte und schaut dich mit momentanem Unbehagen an. Also wahrscheinlich stimmt das sogar. Was, das überrascht dich noch? Er ist der Archont der Geheimnisse. Etwas im Voraus zu wissen, ist sein Geschäft. Sich Vorteile gegenüber Graven Ash zu verschaffen, gehört auch dazu. Diese zwei konkurrieren miteinander wie ein paar neue Rekruten um einen Platz am Feuer. Ist nichts Verruchtes. Nerads Stimmen will nur wissen, warum du hier bist. Wenn er mehr wissen wollte, wärst du wohl nicht in der Lage, das so leicht zu durchschauen. Anstatt mir hätte er dann auch einen seiner unheimlicheren Sklaven geschickt. Was hat dir denn Nerads Stimmen sonst noch gesagt? Nur, dass ich dich in den Ellering-Ruinen finden werde. Ehrlich gesagt, ich hätte dich auch in einem Getümmel sofort erkannt. Du bist der Einzige von uns, der in den letzten paar Monaten nicht im stinkenden Matani gebadet hat. Sie lacht zwar, aber es klingt etwas gezwungen. Ich denke, bei ihr können wir auf jeden Fall sagen, dass wir ein Edikt von Kyros überbringen sollen. Da haben wir wieder Loyalität hinzugewonnen. Stufe 1, sehr schön. Das ergibt auf verrückter Weise sogar Sinn. Wenn man bedenkt, wie lange die Belagerung die Armeen strapaziert hat, kann ich verstehen, warum dich Kyros mit einem Edikt losschickt, um das alles mal ein bisschen zu beschleunigen. Hast du es gelesen? Weißt du, was drin steht? Oh ja, jetzt können wir das natürlich ihr sagen, aber ich glaube, wir halten uns erstmal bedeckt. Ich meine, als Diplomat gibst du auch nicht alle Informationen sofort preis. Die Archonten müssen die Himmelfahrtshalle bis zu Kyros Tag des Schwerter erobern, sonst werden alle sterben. Das ist übrigens der traditionelle Thronsaal der Königinnen von Apex. Okay, steht direkt hin unter dem Turm des Berges. Nee, das ist nicht für deine Ohren bestimmt. Du hast Furcht bei ihr hinzugewonnen, okay. Alles klar. Also so wie ich das sehe, macht es sogar eventuell, kann man sogar argumentieren, jeweils beide Werte immer zu steigern, genau wie bei den Fraktionen, weil man natürlich dann entsprechend in beide Richtungen Boni bekommt, soweit ich das gesehen habe. Kann ich euch aber gleich nochmal zeigen, das habe ich offscreen mal nachgeschaut. Wenn du die Wahrheit sagst, werde ich wohl noch früh genug etwas darüber erfahren. Sie nickt vor sich hin. Warum so misstrauisch? Ist einfach nur so ein Gefühl, das ich habe. Wenn die Archonten zusammen sind, ist die Luft so angespannt wie eine Bogensehne. Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube nicht, dass sie durch irgendeinen Kompromiss zu einer gemeinsamen Lösung kommen werden. Na gut. Warum glaubst du, die Archonten würden miteinander hadern? Ich bin schon seit der Anfangszeit der Eroberung beim Scharlachroten Chor. Deshalb weiß ich, dass sich das schon seit ein paar Jahren aufgeschaukelt hat. Diese beiden haben eine Energie wie zwei Stürme auf Kollisionskurs. Okay. Ich hörte jemanden sagen, dass zwischen Graven Ash und Nerads Stimmen im Nordreich einiges böses Blut geherrscht hatte, aber ich kenne keine Einzelheiten. Kraft meiner Autorität werden sich die Archonten fügen. Ich denke auch, weil sonst sind alle tot. Ich glaube, das kann ich tatsächlich sagen. Das ist absurd, wenn die Archonten nicht die Vergangenheit hinter sich lassen können, sind sie als Anführer ungeeignet. Das ist natürlich eher so eine diplomatische Aussage, ne? Die nehmen wir auch. Oh, wir haben sogar Furcht hinzugewonnen. Alles klar. Jetzt haben wir Furcht 1 und Loyalität 1. Wir gehen aber schnell in die Luft, was? Ich sage ja nicht, dass ich anderer Meinung wäre, aber an deiner Stelle würde ich aufpassen, wo und wem ich meine Meinung sage. Jemand ist immer begierig, seinen Lieblingsarchonten üble Nachrede zu berichten. Ja, aber stimmt halt. Na gut, genug hiervon. Ich muss mich mit den Archonten treffen. Hey, warum kriegen wir da Furcht? Okay. Hey, lass dich nicht von mir aufhalten, egal wozu du hier bist. Sicherlich ist es wichtig genug, dass ich dir nicht im Weg stehen sollte. Das Kriegszelt liegt direkt an der Lagermitte vorbei. Oh, und eins noch. Pass mit diesen Geschmähten auf. Sie nehmen ihre Arbeit ernst und die meisten von ihnen haben zu oft eins gegen den Schädel bekommen. Okay. Alles klar. So, was hat jetzt dieser Händler? Da wollte ich ja eigentlich drauf los.
Halbmondläufer, heil Schicksalsbinder. Als du dich näherst, nickt dir die geschmähten Speeren zu. Das Lager liegt gleich da vorne. Kümmere dich nicht um uns, wir schmeißen nur das Gesocks raus. Sterling Hagnon, ich verstehe immer noch nicht, was mein Verstoß sein soll. Ich berücksichtige schon, dass dieses Land nun den Geschmähten gehört und ich werde der Legion auch gerne einen angemessenen Wegzoll zahlen, aber sie redet immerzu von Handelsrechten. Was ist denn das für ein Unsinn? Soll das heißen, dass ich nicht ein Ding für ein anderes eintauschen kann? Es ist ja nicht so, als würde ich wütenden Bauern Waffen verkaufen oder sowas in der Art. So, was können wir hierzu sagen? Das ist also ein Letians Kreuzungstyp anscheinend. Du stehst auf geschmähtem Land. Auf geschmähtem Land. Diese Krieger haben jedes Recht, dich zu töten. Du solltest dankbar dafür sein, dass sie dir überhaupt zuhören. Der Oberherr reguliert den gesamten Handel. Wenn dir die entsprechenden Genehmigungen fehlen, werden deine Waren beschlagnahmt. Das geht mich nichts an, fahrt fort. Also als, sagen wir mal, als diplomatischer Charakter müssten wir natürlich eigentlich hier ein bisschen vermitteln. Deswegen gehen wir mal hier auf das zweite, der Oberherr reguliert den Handel. Und wenn dir die entsprechenden Genehmigungen fehlen, dann ist das eben so. Eine Handelsgenehmigung? Naja, wie sollte ich? Ich meine, mit wem sollte ich denn wegen sowas sprechen? Halbmondläufer, nicht mit uns. Und es ist nicht unser Problem. Marschier dein Erschlein mal zur Bastardstadt und trag Thunon deinen Fall persönlich vor. Wir werden aber deine Last mildern und dir zuerst deine Waren abnehmen. Das sollte den langen Weg etwas erträglicher machen. Alles, was Thunon vorgebracht werden soll, kann auch mir vorgebracht werden, okay? Hä? Wem sage ich das denn jetzt? Du solltest besser mal mit einem sehr guten Argument aufwarten, warum ich dir überhaupt helfen soll. Sagt er das jetzt zu der Halbmondläuferin hier oder zu dem Händler? Also wir geben uns mal nach wie vor diplomatisch. Alles, was Thunon vorgebracht werden soll, kann auch mir vorgebracht werden. Jetzt haben wir ein bisschen Gunst eingebüßt. Ja? Das heißt, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, was wir hier sagen. Aber wie gesagt, als diplomatischer Charakter müssen wir uns einfach mal ein bisschen auch so engagieren. Finde ich schon okay. Was gibt es da noch zu diskutieren? Wir sollten diese Promenadenmischung töten und die Kriegerin bricht ab und hält sich eine Hand vor den Mund. Wenn sich der Schicksalsbinder in die Angelegenheit einmischen möchte, verlangt es die Höflichkeit, dass wir zuhören. Die Soldatin räuspert sich und schaut dich erwartungsvoll an. Dies ist eine Angelegenheit der Geschmähten, aber ich weiß, dass die Agenten des Gerichts es lieben, mit ihren Urteilen um sich zu werfen. Sterling hat, naja, du könntest mich jetzt berauben und meine heutigen Vorräte mitnehmen, sagt der Händler, als er sich ein Fläschchen von seinem Wagen nimmt. Oder aber, du könntest mich am Leben lassen und das ganze Jahr lang fermentierten Honig essen. Ich kenne sogar ein paar Familienrezepte für Schmerzmittel und Heiltränke, die jede Armee sicherlich gut gebrauchen könnte. Er entkorkt ein kleines Keramikfläschchen, worauf dir der Gestank von Nelken und Wollfett in die Nase steigt. Also, wir haben mehrere Voraussetzungen nicht erfüllt. Das sind kriegswichtige Güter, wir sollten dem Lieferanten nicht schaden. Ja, der kann natürlich auch Unsinn erzählen, ne? Gesetzesbrecher sind wir nicht. List 30, Lügen merkwürdig. Gerade erst habe ich von einer verschwundenen Nachschubkarawane mit Reagenzien gehört. Ja, das könnten wir machen, weil mich beschleicht auch so ein bisschen gerade das Gefühl, dass er sich hier herausreden will und dass er nicht ganz die Wahrheit sagt. Von daher dürfen wir auch gerne lügen, oder? Vertrauen wir auf die Geschmähten? Ich meine, wir haben bisher relativ häufig für die Geschmähten entschieden, ne? Die sind eigentlich sind die unserem Urteil entsprechend gut. Auf der anderen Seite sind wir aber auch relativ unabhängig, ne? Und sind irgendwie unser eigener Chef im Dienste von Thunon. Ich denke mal, da ist so eine kleine Lüge, um eine Information herauszukriegen, gar nicht so verkehrt. Das machen wir mal. Naja, ich sehe eigentlich nicht, was das mit mir zu tun hat. Ich meine, ich bin gerade erst hier angekommen. Ich hätte in sowas doch gar nicht verwickelt sein können. Ne? Ja, sieht so ein bisschen
So aus nach dem Motto, ach ja, bla bla bla. So, zu den Geschmähten, du hattest recht, tötet diesen Lügner und teilt euch den Gewinn mit der Legion. Und ich habe nicht gesagt, dass die Lieferungen hier in der Gegend verloren gegangen ist. Und wann habe ich gewiss auch nicht erwähnt? Raus mit der Sprache, ja, ich glaube, das sollten wir jetzt wirklich mal sagen. Naja, ein Teil davon ist wohl Plündergut. Der Händler wirft seine Hände in die Luft. Schau mal, ich versuche doch nur genügend Zeug zusammenzukratzen, um etwas zum Verkaufen zu haben. Überall in den Stufen herrscht Krieg, da muss ein Mann doch erfinderisch sein, wo er seine Waren herkriegt. Ich habe fast alles in den Wäldern des Tals gefunden. Wenn ich Kampflärm hörte, bin ich schon in Deckung gegangen. Als es vorbei war, habe ich schnell nachgesehen und mir geschnappt, was die Sieger nicht schon mitgenommen hatten. Okay. Du bist also hast also gefallene Geschmähte bestohlen? Wie sonst hättest du dieses Eisen in die Hände bekommen können? Die Speerin deutet auf den Wagen des Händlers. Du bist dreist genug, hierher zu kommen und uns unsere eigenen Waffen zu verkaufen? Wenn irgendein Teil noch einen Eigentümer hat, werde ich es natürlich zurückgeben. Dieses Eisen aber wäre verrostet, hätte ich es im Schlamm des Schlachtfelds liegen gelassen. Die Geschmähten sind nicht sehr viele, stimmt das etwa nicht? Ihr braucht doch einen Mann wie mich, der Vorräte sammelt, die ansonsten verschwendet würden. Dein Leben endet hier. Also wir sind natürlich immer noch eigentlich diplomatisch unterwegs, aber. Also wir können ihn nicht einfach so damit davonkommen lassen, das ist schon klar. Töten müssen wir ihn aber auch nicht. Das ist ein bisschen zu wenig, finde ich. Also er hat uns angelogen. Dann darf er nicht einfach so frei mit dem Waren handeln. Ich würde sagen, wir verhandeln wieder mal sehr geschickt. Und die Geschmähten werden die Gegenwart tolerieren, aber diese Nächstenliebe wirst du ihnen gut bezahlen. Das ist doch mal eine Idee. Werden wir? Die geschmähten Soldatin räuspert sich hustend und wiederholt sich dann auf fröhlichere Weise. Werden wir. Für diesen Geier Ausnahmen zu machen, schlägt mir auf den Magen, aber wenn du die Geschmähten ohne Aufschlag versorgst, ist dieser Fehltritt wohl zum Besten. Es ist ja nicht so, als ob unsere Speisekammern überquellen würden. Ein Arbeitssklave, der Vorräte zusammenkratzt, wäre definitiv von Vorteil. Nun, ja, da sind doch alle zufrieden. Danke, dass du für mich eingeschritten bist. Ich weiß, dass mein Leben jetzt davon abhängen wird, dass ich den Geschmähten genügend Dank für meine Duldung erweise. Wenn ich ein bisschen Kratz buckeln muss, um mein täglich Brot zu verdienen, dann ist das eben so. Ja, okay. Alles klar. Einen Lügner entlarvt. So, das hat uns ruftechnisch nicht wirklich viel gebracht. Eher was abgezogen, leider. 39 List. Wir könnten ihn jetzt auch noch beklauen, aber das machen wir nicht, nein. Das machen wir nicht. Just point me in the right direction. So, hier geht's, glaube ich, in das Lager rein. Steinschild. Die Torwache hält warnend eine Hand hoch. Keinen Schritt weiter, du näherst dich dem Grund und Boden der Geschmähten. Was ist dein Begehr? Stumm reinblicken. Ich bin Thunons Schicksalsbinder, geh zur Seite, man erwartet mich. Oder wir könnten uns jetzt relativ höflich vorstellen, ich bin Hakam Weißfels, Schicksalsbinder von Thunon. Ich übermittle die Worte von Kyros, Worte nur für die Ohren deines Kommandanten. Ah, du bist also der Feuerentfacher. Ja, das ist die Geschichte mit der Zitadelle von Velum, die, Für alle, die dabei anwesend waren, bist du unter dem Namen Feuerentfacher bekannt, ganz genau. Cevius und die Kompanien, die von der brennenden Bibliothek zurückkehren, berichten Entsetzliches von Kyros' Edikt des Feuers. Ich halte mich selbst für tapfer, aber ich bin trotzdem froh, weit weg von all dem gewesen zu sein. Muss eine schreckliche Ehre gewesen zu sein, als Bote einer solch rechtschaffenen Macht aufzutreten. That's true. Geh ruhig rein. Der Soldat gestikuliert in Richtung des Tors. Die Archonten erwarten dich schon. Du findest sie im Kriegszelt in der Mitte des Lagers. Alles klar. Der Wille des Eroberers. Ah, sie halten gerade ein Treffen in Graven Ashes Zelt im Nordende des Lagers ab. Wer ist denn Pentibor? Heil dir, Hüter des Gesetzes. Der in feinstem Händlerputz gekleidete Mann begrüßt dich mit einem Lächeln. Wenn du ein paar Ringe zu viel mit dir führst, solltest du sie besser vor der Schlacht loswerden.
Du musst wissen, dass ein Händler, den die Geschmähten in ihrem Lager dulden, ein Mann sein muss, der nur die besten Vorräte und Waffen feilbietet. Er deutet auf sein aus Schilden, Rationen, Taschen, Weinschläuchen und anderen Posten bestehendes Angebot. Schau dich mal um, vielleicht findest du ja was, was dich interessiert. Ah, wir haben jetzt eine Voraussetzung, weil wir Diplomat sind. Stimmt es dich jemals unbehaglich, den Süden in einem Lager der Besatzer zu repräsentieren? Das habe ich einmal zumindest, antwortete er vorsichtig. Aber das war, bevor ich deinen Schutzherrn von Archont einschätzen konnte. Thunon spricht mit Gerechtigkeit und Weisheit. Im Gegensatz zu den meisten anderen meiner Landsleute war ich in der Lage, diesen Wachwechsel so angenehm wie möglich zu gestalten. Okay. Ein bisschen Verrat kann einträglich sein, Händler. Lyra rempelt seine Waren spielerisch an, worauf er herbeigeschossen kommt, um sie wieder aufzuheben. Er gibt sein Bestes, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Meine Dame, Kyros ist der wahre und rechtmäßige Herrscher des Reichs. Ich sehe keinen Verrat. Trotz seines selbstbewussten Tons wirft er ihr aus dem Augenwinkel einen besorgten Blick zu. Wie kommt es denn, dass er mit den Geschmähten zusammenarbeitet? Das ist doch wohl jetzt die größte Frage, die wir an ihn haben. Harte Arbeit und gute Lieferanten. Als Thunons Männer in meinem Dorf eintrafen, bekamen alle Händler verschiedene Listen ausgehändigt, womit sie handeln durften und womit nicht. Er lächelt mit den Händen auf den Hüften. In Kyros Weisheit muss mein Zeugnis gut gewesen sein, denn ich darf mit allerlei Gütern handeln, sogar mit Waffen. Nicht viele Händler dürfen legal Waffen verkaufen. Das war sogar vor Kyros schon so. Okay, was hat er denn so? Pentibor reibt sich mit leuchtenden Augen die Hände. Lass uns mal sehen, ob wir etwas finden können, das dir gefällt. Das will ich ja hoffen. So, der hat ja auch Getreide, Met, Obst, Waffen natürlich, Rastvorräte, Blutmoos. Ah, okay. Verteidigung gegen Blutangriffe. Ja, ist jetzt nicht, aber auch nicht riesig, was er hat. Also da können wir für Vorräte vielleicht mal vorbeischauen oder so. Für mehr aber auch nicht. Wer ist denn Rona? Hab keine Zeit für Geplauder. Zu viele Rüstung zu reparieren. Sprich mit Onkel Pentibor, wenn du Ringe loswerden willst. Onkel Pentibor, alles klar. Barik? Wer ist denn Barik? Das ist ja ein Typ, ey. Unter seinem verdrehten Helm kannst du den Gesichtsausdruck des eisengepanzerten Soldaten nicht ausmachen. Er starrt dich einfach nur an. Okay. Da darf man nicht ran. Wer ist denn Bitterwitz? Ruhm für Nerats Stimmen. Als du dich näherst, grüßt der grinsende Blutkantor so laut, dass es alle hören können und stößt seinen Stab auf den Boden. Schicksalsbinder Hakan Weißfels, vermute ich. Sein Lächeln verschwindet schnell und macht einem bösen Blick Platz. Ich heiße Bitterwitz und ich bin als Botschafter des Scharlachroten Chors hier. Er schaut dich ungeduldig an. Wie ist es, mit den Geschmähten zu kooperieren? Er lächelt höhnisch und schaut einen Moment lang weg, bevor er schließlich schnieft und dir wieder seine Aufmerksamkeit zuwendet. Sich bei der Eisenhexe melden zu müssen, ist eine Beleidigung. Sie hat für ihren Titel ein einziges Duell bestritten. Ein einziges? Ihre Führung muss kontinuierlich bestätigt, verdient und verteidigt werden. Schwäche sollte nach unten aus der Armee bluten und nicht nach oben steigen. Meine Abstellung hierher ist auch eine Beleidigung, aber eine, die ich zum Wohle des Chors ertragen werde. Bitterwitz schnüffelt in die Luft und grinst schief. Auch wenn es nur dazu dient, das Scheitern der Geschmähten mit eigenen Augen zu sehen. Das wird ein schöner Tag für mich sein. Was kannst du mir denn über den Scharlachroten-Chor erzählen? Der Chor ist die Zukunft der Stufen und für jene, die unseren unaufhaltsamen Aufstieg fürchten, habe ich nur Spott und Mitleid übrig. Bitterwitz hebt eine Augenbraue und schaut dich an. Gibt es etwas Besonderes, das du wissen möchtest? Was ist deine Rolle im Chor? Genau. Ich bin ein Blutkantor und meine Magie kann den Willen eines Mannes und den Ausgang einer Schlacht verändern. Ich habe mein Kommando jetzt schon seit 3 Jahren, obwohl ich mir für meine bisherigen Dienste eine andere Belohnung vorgestellt hätte, als die Geschmähten im Auge zu behalten. Warum hast du dich dem Scharlachroten Chor denn überhaupt angeschlossen? Die Doktrin der Stärke hat zu mir gesprochen und ich bin ihrem Ruf gefolgt, so wie einige meiner arkanen Kollegen. Ich
gewann den Chor fast augenblicklich lieb. Im Gegensatz zu den meisten weinte ich keinem bequemen Leben hinterher, das ich verloren hatte. Meine Magie verursacht Angst und Schrecken und ich konnte während meiner Anfangszeit im Chor schnell eine Bande dominieren. Okay. Wenn du das alles so interessant findest, sagt Bitterwitz lächelnd, während er seine Augenbraue hebt, dann solltest du vielleicht unser Lager besuchen und es dir mit eigenen Augen anschauen. Erzähl mir doch mal von eurem tollen Typen hier, von Nerats Stimmen. Er ist der oberste Befehlshaber und Organisator. Er, der alle befreit, aber alle führt. Bitterwitz lächelt beim Sprechen und wird rot. Nerats Stimmen ist die Verkörperung dessen, was jeder von uns sein könnte. Ein unübertroffener Magier und Anführer unzähliger. Okay. Nerats Stimmen und der Chor sind eins. Wir erobern, erweitern, wachsen, verändern und werden immer stärker. Ja, okay. Klingt so, als würdest du Nerats Stimmen wirklich mögen. Bitterwitz blinzelt mehrmals und macht eine grimmige Miene, sagt aber nichts. Das wäre fürs Erste alles. Okay. Er nickt, als du aufbrichst. Ja. Alles klar, der Bitterwitz. So, wir müssen jetzt eigentlich nach Norden, aber wir könnten natürlich mit allen möglichen Leuten hier reden. Lucia und Markus. Ich bin Lucia, das ist Markus. Die geschmähte Soldatin deutet auf einen gepanzerten Mann neben ihr. Und du bist bestimmt der Schicksalsbinder. Aus ihrem Helm vernimmst du ein verächtliches Schnauben. Wir wurden dir zugeteilt, unterbricht Markus rasch, während du dich auf geschmähtem Land aufhältst. Wenn du einen Ort zum Rasten brauchst, können wir die notwendigen Vorbereitungen treffen. Was können wir für dich tun? So, wir haben jetzt drei Optionen, die wir nicht haben, weil wir kein Soldat, Grubenkämpfer oder Jäger sind. Ich würde gerne etwas Unterricht nehmen. Ach so, man kann jetzt hier für einen Kupferring bei ihm etwas üben. Das ist so ein Trainer ist das quasi. Ah, okay. Einhandwaffen, Zweihandwaffen, parieren brauchen wir beides nicht. Ja, hier kostet schon 10, wenn wir parieren wollen. Also da kann man Geld für Training ausgeben. Wir lassen das jetzt erstmal, weil das noch nicht so wirklich ansteht. Aber man könnte es hier machen. Was ist denn hier drin? Rohes Fleisch. Nehmen wir mit. Okay. Was ist denn hier? Von deinem Aussichtspunkt kannst du Zelte sehen, die sich in der Ferne verlieren. Zum Teil werden sie durch den von den Lagerfeuern aufsteigenden Rauch verdeckt. Die Soldaten, die du siehst, erscheinen dir ernst und still. Die Ruhe vor dem Sturm. Wo geht's hier rein? Schicksalsbinder, die Archonten warten drinnen auf dich. Ach, wir sind schon richtig, okay. Plus eins. Eisenschreiter und eine Eisenschreiterin. Ja gut, dann gehen wir jetzt, würde ich sagen, zu den Archonten ins Zelt. So, kleine Ladezeit, die wird aber wahrscheinlich nicht ganz so lange dauern, würde ich mal vermuten. Skills sammeln Erfahrung, wenn sie eingesetzt werden. Wenn sie genügend Erfahrung gesammelt haben, erhöht sich ihr Rang. Ja, das ist auch eine interessante Mechanik. Und hier haben wir es jetzt mit den beiden Archonten zu tun. Gestern tadelst du mich dafür, dass ich warten wollte. Heute aber schlägst du eine noch bla bla bla. Vielleicht sollten die Stimmen in deinem Kopf zu einem Konsens gelangen, wenn du ernst genommen werden willst. Guter Rat ist flexibel und passt sich dem Augenblick an. Außerdem stimmen wir jetzt deiner gestrigen Meinung zu, was dich glücklich machen sollte. Wir wissen, dass du es hast. Achso, jetzt Mist, habe ich nicht gelesen. Ich brauche deine Zwischenrufe nicht. Ich brauche deine Aufklärungsberichte. Noch besser deine Bestätigung, dass du Einbrecher... Oh Gott, so schnell kann ich nicht lesen. Sorry. Würde ich gerne, aber geht nicht. Fünft Auge und Eisenmarschall Irenios stehen hier noch rum. So, wir gehen jetzt mal dahin und unterbrechen dieses Gespräch. There's four reports of avalanches in the mountains now. The Tearsmen can barely count past nine. They have neither the capacity nor the cause to close off the mountain passes. Either way, that leaves the second and fourth cohort trapped outside the valley. Der Archont des Krieges stößt zur Bekräftigung seiner Worte seinen Stab in den Boden. Er ist generell schon ein großer und imposanter Mann, aber durch seine massige Rüstung, die vor mystischer Energie summt, wirkt er noch größer. Uiuiui. Ja, bei Graven Ash haben wir natürlich hier noch keine Stufe 1 Gunst.
Or it's the work of your perfidious Earthshakers. Only a fool would not suspect a traitorous Archon of poisoning the mind of his students with sedition. We would have killed the Earthshakers Guild for their master's treachery, but I'm sure you have some perfectly valid reason for allowing them to live as your pawns. Der Archon der Geheimnisse lässt beim Sprechen ein Zepter zwischen seinen Händen wandern, wobei er den Stab in hypnotischen Kreisen schwingt. Du hörst Stimmen von Nerat in deinem Kopf. Ah, hallo Schicksalsbinder, wir sind gleich bei dir. What the fuck? Der Typ, ey. Labert uns erstmal an. Durch den Saum der zerfetzten roten Robe des Archonten schimmert smaragdgrünes Leuchten durch. Das Glühen merkt man dort am deutlichsten, wo sein Hals sein sollte. Seine Maske scheint zu schweben und sich zu drehen. Sie biegt und krümmt sich dabei stets auf unnatürliche Weise. Hey, watch yourself. When these two get going, you don't want to get between them. Tja, Lyra flüstert angsterfüllt, während sie die Archonten beobachtet. Ja, wir sagen erstmal nichts, würde ich sagen. Wir sind erstmal höflich. I always know you've run out of things to say when you resort to mocking my vassals. If we are to speak of treachery, why is it that my scouts see the Scarlet Chorus warriors defecting back to the Vendrian Guard? Your fearsome reputation has gone flaccid, for it seems you cannot control your soldiers, or perhaps you simply choose not to. Eisenmarschall Erenios, meine Herren, der Schicksalsbinder ist eingetroffen. Die Kommandantin der Geschmähten erhebt ihre Stimme und versucht vergeblich, die Archonten zu übertönen. Vielleicht könnten wir diese Diskussion zurückstellen und unseren Gast sprechen lassen. Speaking of strategic failures, who was it that insisted the Valley would need only a token garrison? For some strange reason, we can't seem to recall which balding half-wit grossly underestimated the enemy. Der Archon der Geheimnisse wirbelt sein Zepter in einer verdrehten Schleife umher, wobei seine lederumwickelten Hände den schweren Stab mit scheinbar müheloser Leichtigkeit wenden. Du hörst Stimmen von Nerat in deinem Kopf. Hörst du uns, Schicksalsbinder? Huste, wenn wir deine Aufmerksamkeit haben. Ist das geil gemacht, ey. Jetzt können wir theoretisch natürlich auch husten. Ich glaube auch, wir husten mal jetzt los, weil irgendwie ist es jetzt auch langsam mal gut. And I thought you had left agents within these Tearsmen when they surrendered. Either you failed to see this coming, or you knew and let it happen. Incompetent or in cahoots, either way, this mess has your filthy stink all over it. Der Archon des Krieges stürzt nach vorne und stützt sich auf seinen Kriegshammer, als ein blaues Leuchten um seine Rüstung herum knistert. We look forward to seeing you explain to Tunon why the Archon of War could not close the vice on this trivial little insurgency. When we are crowned the ruler of the Tears, we shall have this place renamed to Ashes Folly in your honor. Nerats Stimme wirft sein Zepter in die Luft und er fängt es auf seinem Weg nach unten wieder auf. Sehr gut, nun pass auf, du könntest etwas verpassen. Ich sag jetzt mal weiterhin nichts, ich finde das auch einfach relativ lustig gerade. If I could trust the information I get from you and your conscripted mouth breathers, perhaps I'd order my cohorts around a bit more aggressively. But last time I trusted your all clear report, my troops failed to come home. Oh ja. Oh, Ash, old boy. If you're going to have a little sob every time one of your nieces or nephews dies to the Tearsmen, perhaps we should have Siren sing you some calming lullabies to help you cope with your grief. Der Archon lässt sein Zepter 3 schnelle Überschläge machen, wobei er schadenfroh summt. Pass auf, dass du nicht zu viel lernst, Schicksalsbinder. Ein Überschuss an Wissen oder allein Neugier kann unerwünschte Aufmerksamkeit wecken. Haltet den Mund! Ich werde nicht zulassen, dass ihr die Ehre unserer gefallenen Brüder verunglimpft. Die Kommandantin bewegt eine Hand ans Heft ihres Schwerts, lässt die Waffe aber in der Scheide. Wenn ich diesen komischen Kopf abschlage, tue ich uns wohl allen einen Gefallen. Ach, sie zanken sich wie Kinder, nicht wahr? Fünftauges quietschender Tenor durchdringt die Spannung im Zelt und alle schauen den Purpurspeer an.
Ich wollte ein Willkommen aussprechen für unseren Gast, den Schicksalsbinder. Für unseren Gast, den Schicksalsbinder. So. Der gepanzerte Dienstmann verbeugt sich mit eiliger Eleganz und steht dann zum Salutieren stramm. Und keinen Augenblick zu früh. So, wir haben Gunst bei Graven Ash und bei den Geschmiedenen zugewonnen. Okay. Gouverneur Hakam Weißfels, lange hat uns dein Eisen geehrt und nun ehrt uns deine Gegenwart. Ich muss mich für meine Herren entschuldigen. In letzter Zeit geht es hier recht hitzig zu. Ah, okay. Man kann sich jetzt vor dem Archonten verbeugen. Verzeiht mein plötzliches Eindringen, aber ich bin lange gereist, um hier zu sein. Stumm dreinblicken. Oder, weil wir Diplomat sind, können wir uns vor jedem Archonten verbeugen und ihm salutieren. Ah, the Firestarter has arrived. Welcome, welcome. Our agents tell us such lovely stories of what you did at the Vellum Citadel. Have you come bearing another fragment of Kairos's wrath in tow? So, interessante Frage. So, wir sind jetzt hier bei der Gunst tatsächlich angestiegen, hier bei Nerads Stimmen und bei Graven Ash. Das war also richtig gut, dass wir Diplomat sind. Wir gehen mal auf weiter. My soldiers tell me you helped Commander Drottis on your way through Edring. You honor the court with your selfless cooperation, for that is the sort of camaraderie that Kairos demands of us all. Als er Kameraderie sagt, oder Kameraderie, ich würde sagen, man hätte im Deutschen besser Kameradschaft dazu gesagt, aber okay, lassen wir das. Start der Archont des Krieges, Nerads Stimmen an und legt seine Stirn in Falten. Jetzt sind wir sogar schon bei Gunst 2 bei Graven Ash. Krass. Ich brauche keinen Dank für die Erfüllung meiner Dienstpflicht. Ich trage ein Edikt von Kyros bei mir. Ja, ich glaube, das nehmen wir, das zweite. Wir sind ja Diplomat, wir werden jetzt niemandem hier vor den Kopf stoßen. It seemed only yesterday you were proving your worth in battle, assisting my warriors in the siege of the bastard city. Now Kairos has chosen you for a second time to proclaim an edict. Tell us, good Fatebinder, what sort of punishment does the Overlord have in store for the Oathbreakers? So, jetzt wird's interessant. Es war erst gestern ja die Eroberungsentscheidung der Bastardstadt hier. Wurde eingenommen, die Geschmähten und der Scharlachrote Chor eroberten die Stadt in einer konzentrierten Aktion. Die erste und einzige Schlacht, in der die zwei Armeen in relativer Harmonie nebeneinander kämpften. Als die Zeit kam, die Stadt anzugreifen, bist du mit den Geschmähten in die Schlacht gezogen. Obwohl die Legion für gewöhnlich keine Gäste in ihren Reihen zulässt, hast du dich hervorgetan und den Respekt vieler Legionäre gewonnen. Genau. So, wir können jetzt etwas sagen. Die treuen Diener des Oberherrn müssen die Himmelfahrtshalle bis zu Kyros Tag der Schwerter erobern, sonst werden alle im Tal sterben. Anscheinend braucht ihr etwas Motivation für eure Zusammenarbeit. Kyros Edikt wird alles und jeden in diesem Tal töten, es sei denn, die Himmelfahrtshalle wird bis zu Kyros Tag der Schwerter erobert. Zu Ehren eurer Inkompetenz und Unordnung wird das Edikt alles und jeden in diesem Tal töten, es sei denn, die Himmelfahrtshalle wird bis zu Kyros Tag der Schwerter erobert. Ja, wollen wir jetzt sagen, hier, ihr braucht etwas Motivation? Das ist so ein bisschen arrogant, ne? Ich halte mich gegenüber diesen mächtigen Archonten noch mal ein bisschen zurück. Wir nehmen mal das Erste. Jedes deiner Worte bringt die Erde zum Schwanken. Die Luft wird immer wärmer, als du das knapp formulierte Edikt verkündest, das Kyros Silbe für Silbe selbst verfasst hat. Als es schließlich verkündet ist, beschleunigt sich dein Puls und deine Beine, die von der langen Reise durch die Berge ermüdet waren, fühlen sich plötzlich wieder frisch an und strotzen nur so vor Kraft. The Overlord means to compel us into action. No doubt the avalanches in the mountains are part of this ultimatum. We must conquer the Oathbreakers or die in failure. There is no room for error and no other way out of this valley alive. Ich würde sagen, ja, hat er richtig erkannt. Oh, wir sind schon bei Gunst 3. Lol. Geht ja zügig. We'll need to advance across the Mitanni. We lose everything if we stand still. And we move to back up Plan Green. The Earthshakers didn't make it over the mountain in time. So we do this the hard way. Over the walls instead of through. Der Archont des Krieges tippt sich mit einem Finger an die Schläfe, während unter seinem Bart ein tiefes Grollen ertönt. So, you found your backbone at last! Oh, we were worried past humiliations would make you soft. Timid. That was a record for you, right? A baker's dozen lost in one sortie. If you had waited for the chorus reinforcements, maybe we'd have eyes and ears on the matter.
Der Schund der Geheimnisse lässt sein Zepter von Hand zu Hand wandern, wobei er jedes Mal leise kichert. Ihn sich winden zu sehen, so viele Tränen wegen ersetzbarer, verzichtbarer, nutzloser Soldaten. Ich vermisse den alten Archonten des Krieges. Blutecho hat man niemals wegen einiger toter Soldaten als heulendes Häufchen Elend gesehen. Er verwendete die Knöchel seiner besten Gefolgsleute als Schmuck und ließ sich sogar einen Brustpanzer aus dem Brustkorb seines toten Bruders fertigen. So geht ein echter Mann mit seiner Trauer um. Okay. Zankt euch so viel ihr wollt, ihr verschwendet nur kostbare Zeit. Habt ihr zwei einen Schatten? Dieses Edikt ist nur wegen eurer Unentschlossenheit und eurem Gezanke notwendig geworden. Arbeitet endlich zusammen, sonst sind wir dem Untergang geweiht. Nichts sagen. Des 20. Sie nennen dich den Archonten der Geheimnisse. Allerdings weißt du nichts, was auch nur annähernd interessant wäre. Oh, Alter, jetzt könnten wir direkt abbiefen hier über den Nerat-Stimmen. Boah, keine Ahnung. Ja, wir wollen schon irgendwie ein bisschen respektvoll sein, ganz ehrlich. Ich würde auch sagen, wir müssen Entschlossenheit zeigen. Arbeitet endlich zusammen, sonst sind wir alle dem Untergang geweiht. The Fatebinder is right. We're acting not as leaders, but as children. I've no time for your foolish japes and petty taunts. We should focus on the objective at hand. And that is taking the Mitanni River and then advancing to Ascension Hall and ending this edict. Hm. Ich könnte jetzt nochmal auf Nerats Stimmen gehen. Ich hoffe, ihr seid fertig, mit den Clowns zu geben. Werdet eure Horde im Alltempo marschbereit machen. Ja, wir wollen jetzt nicht noch weiter hier draufhauen. Genug mit dem Gerede, es gibt Arbeit zu tun. Mein Herr, Barik und sein Trupp werden für den Sturmangriff auf Echoruf vorbereitet. Die Halbmondläufer sollten ihn jetzt gerade über die jüngsten Feindbewegungen entlang des Flusses informieren. Ich werde ihn sofort losschicken. Der Eisenmarschall salutiert und schlägt ihren Handschuh. Der Eisenmarschall ihren Handschuh? Okay. Gegen ihren Brustpanzer. Ja, ist natürlich eine Sie. Und ich werde dafür sorgen, dass der Chor marschbereit ist. Wenn die Geschmähten den Fluss erobern können, hat der Chor genügend Soldaten, um den äußeren Ring des Tals zu sichern. Our soldiers clamor for battle, and at last we shall have it. Vers, we command you to continue guarding the Fatebinder. Tunon's chosen is our honored guest and must be shown our finest hospitality. Ja, natürlich. Er will doch nur wieder irgendwelche Informationen haben. Ich weiß es doch. I won't let you down, boss. He'll get through the campaign and win peace, as long as he doesn't do anything too stupid. Ah, before we go, you are owed payment, Firestarter. Our spies at the Vellum Citadel were nearly cut down by the disfavored. They have you to thank for their lives. Mm-hmm. Here is a taste of our gratitude. Ja, das fand er natürlich richtig toll, Nerats Stimmen, dass wir da seine Leute gerettet haben, aber ja. Das fand wiederum Graven Ashley nicht so toll, aber ja gut, man kann es halt nicht allen recht machen. Der Archont der Geheimnisse wirft beim Weggehen eine kleine Handvoll Ringe in deine Richtung. Der Archont tippt fünf Auge auf die Schulter und verlässt mit einer letzten Umdrehung seines Zepters zusammen mit seinen Untergebenen das Zelt. Hä, wie du meinst, Schicksalsbinder, je mehr du uns ignorierst? Die Ringe auffangen, die auf den Boden fallen lassen. Ich bin nicht bestechlich, das wird ihm nicht gefallen. Wir fangen mal die Ringe auf. Okay. Da wir ein bisschen Gunst von Graven Ashley wiederum eingebüßen sind, ist wiederum bei Stufe 2. Hm. Das ist natürlich schwierig. Der Archont der Geheimnisse stößt beim Gehen ein leichtes Kichern aus. Naja, aber wir kommen bestimmt bei der Gunst wieder zurück. Aber man sieht schon, wir sind ein bisschen in einer vermittelnden Position zwischen diesen Fraktionen und das wird bestimmt auch so bleiben. The fool and his puppet are gone. Perhaps now I can hear myself think. Rarely do I question Kairos's judgment, but I will never understand why the voices of Narat is given such authority. I shudder to think what will become of us all should Tunon favor him in the end. Though the edict threatens the Scarlet Chorus just as it threatens us, I cannot shake the feeling that our allies will work against us.
You've shown your worth in war, and your name has been known to the Legion since the very beginning of this long conquest. So I'd ask that you join us this one last time, to help us wrap up this last objective. If you wish to be counted amongst the glorious, speak with the Iron Marshal. She will direct the order of battle until we are ready for the final push into the Citadel. So, mir fehlen einige Speer, einige Soldaten, eigentlich ein bisschen was von allem. Meine Brüder werden die Unterstützung eines fähigen Fremden sicherlich sehr begrüßen. Ja, ich denke mal, zu helfen wäre mir auf jeden Fall eine Ehre. Geschmähten Gunst hinzugewonnen. Natürlich nie verkehrt. Der Eisenmarschall salutiert Graven Ash und dreht sich dann zum Verlassen des Zelts um. Ich werde auf dem Übungsplatz sein und die Soldaten vorbereiten. Such mich dort auf, wenn du bereit bist. Sie hält inne und räuspert sich. Und obwohl ich es nur widerwillig erwähne, so könnte der Chor wahrscheinlich deine Unterstützung gebrauchen. Alleine werden sie das äußere Tal jedenfalls nicht unter ihre Kontrolle bringen. Fünft Auge wird sich irgendwo in diesem Rattennest, das sie ein Lager nennen, weiter im Osten befinden. Such ihn auf, wenn es sein muss. Alles klar. Boah, sind wir schon lange am Aufnehmen wieder, oder ich vielmehr. Quest abgeschlossen. Der Wille des Eroberers, was haben wir jetzt bekommen hier? Edikt der Hinrichtung. Plus eins Erschlossenheit. Entschlossenheit, ja. So, jetzt haben wir natürlich neue Quests. Was haben wir hier? Noch 8 Tage bis zu Kyros Tag der Schwerter. Also wir müssen uns wirklich jetzt beeilen. Da du jetzt den Armeen die Kunde von Kyros Edikt überbracht hast, wird die verbleibende Zeit bis zu Kyros Tag der Schwerter neben dem aktuellen Datum auf der Navigationsleiste angezeigt. Die Bedingungen von Kyros Edikt müssen bis zu diesem Datum erfüllt werden oder alle in Vendrins Brunnen werden sterben. Also wir haben hier eine wichtige Aufgabe und die sollten wir auch wirklich ernst nehmen. Ja, wir können jetzt den Eisenmarschall ansprechen und auch den Scharlachroten Chor, um entsprechend hier die Schlacht vorzubereiten. Das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich verabschiede mich erstmal von euch. Meine Stimme verlässt mich nämlich auch allmählich, wie ihr merkt. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.